Warum? Keine Ahnung. Okay, Lars Malte, was tust du und was haben wir vor? Ich puste. Weil? Weiß ich nicht. Sag's unseren Zuschauern, was haben wir vor? Wir wollen Boot fahren. Wir wollen Boot fahren. Wohin und warum? Nach Hamburg. Warum? Keine Ahnung. Weil wir Langeweile haben. Okay, also für alle, wir fahren durch Ostfriesland auf alten Wasserstraßen mit diesem Megaboot zurück nach Wedel. Ja, gib mir was zu tun. Du musst einfach festhalten. Eine Hundeleine. Da drüben hingehen. Ja. Nicht, dass sie nass wird. Sie schwimmt sogar. Vernünftige Schleppler. Und jetzt darfst du das Boot ranziehen. So, das ist unser Feriencruiser. Ich habe zwar überhaupt keine Ahnung von der Seefahrt, aber Lars Malte hat das mal alles richtig gelernt, der kann das. Ich weiß nur 5x2 Meter und 60 PS. Klingt doch nach Spaß, oder? Musst du gleich das Motorboot noch festhalten und ich gehe mal hoch. Da ist wo er ist. Mengen für Material für nachher 2 Sekunden Schnitte. Reifen. Mit und ohne Schwanz, ne? Kupiert und nicht. Ja. Wie Sie das wohl entschieden haben. Ein bisschen frische Farbe, aber sonst sieht es auch hübsch aus. Da tickert Lars Malte und hält auch schon nach Bäumen. Und ich laufe hier gerade ein bisschen am Ufer lang, weil wir diesen schönen Damm hier entdeckt haben. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Hängeplatz, denn im Prinzip ist für heute Feierabend. Weil wir die nächste Schleuse nicht mehr erreichen, bevor der Schleusenwärter Feierabend gemacht hat. Deswegen, ja, hol mich doch mal eben rüber. Das sieht gut aus da drüben. So, ich bin jetzt bestimmt 10-mal abgestiegen und habe ein Land gesucht nach einem Hängeplatz. Das gibt's hier nicht, keine Chance. Das ist alles verstrüppt und dornig. Wunderhübsch, aber nicht tauglich für Hängematte. Jetzt fahren wir ein Stück zurück zu einem kleinen Hafen. Da standen 2 zivilisierte, zurecht gestutzte Bäume. Da wollte ich wohl reinpassen. Und Lars Malte hat da einen richtigen Liegeplatz für sein Boot. Lars Malte hat sich in seinem Boot ein super Zelt gebaut und will da heute Nacht drin schlafen. Sehr schöne Idee. Das ist sogar bequem. Super! 1A. Wir waren mit unserer Suche nach Bäumen echt wenig erfolgreich. Jetzt haben wir hier welche gefunden. Wir hängen in der Nähe von einer Brücke
oder von einem Hafen. Hier ist offensichtlich der Lagerschuppen dazu. Da unten liegt Las Malte und noch ein paar andere Schiffe. Und da hinten ist eine Hebebrücke. Von dort aus sind wir auch gekommen. Hier ist unser Hafenquartier. Da hinter dem schönen alten Kutter liegt Las Malte mit seinem kleinen Boot und hinter ihm hängt die Hängematte. So, guten Morgen. Weiter geht's nach einer sehr ruhigen Nacht. Las Malte in seinem Boot unter der Plane hat gut geschlafen, ist trocken geblieben, wenn ich das richtig gehört habe. Und in der Hängematte ist sowieso Babyschlafen angesagt. Es war herrlich. Jetzt tuckern wir ganz langsam über den seidenglatten Kanal. Auch sehr, sehr schön. Das macht nichts. Du siehst immer fotogen aus, Las Malte. So, erzähl, was ist heute der Plan? Wo wollen wir hin und warum? Wir wollen heute Boot fahren und wir wollen am liebsten bis Wilhelmshaven oder kurz vor Wilhelmshaven, weil da ein guter Platz ist, wo vielleicht wieder gute Bäume stehen. Und dann könnte man morgen durch die Nordsee schippern oder so. Oh, das klingt nach einer guten Idee. Da machen wir das so. Das machen wir genau so. Da geht's lang. Es wird heute warm werden, ne? Je nachdem, wenn man glaubt. Ja, man guckt den Himmel an. Du kannst natürlich auch auf dein Smartphone gucken, ob es warm wird. Sind wir schon da? Nee, aber hier die Posen. Juhu! Einfach nur schön! Titanic! Titanic! Ich entscheide, welcher Ton aus Filmen kommt. Ich werde doch nicht im Film sagen, dass das eine coole Sau ist, aber die Brücke ist toll. Die Brücke ist super. Er hätte Anrecht auf coole Sau, wenn er sie gebaut hätte. Wir haben eine Einbauküche an Bord, das gibt's doch gar nicht. So, wir retten jetzt einen Fender vor dem sinnlosen Rumgammeln. So. Hamin! Du tropfst mir das Boot voll. Ich tropf das Boot voll. Was möchtest du denn? Dich filmen! Mit dem Fender! Ja, mein stolzen Fang. Als wäre ich ein Angler. Hast du das mal gesagt? Da rauscht was. Da rauscht was. So, wir sind gerade in der Schleuse Upshirt und haben festgestellt, dass hier ein tolles Echo ist. Mach mal ein Echo, Las Malte. Wuhu!
So, wir haben eine Flaschenpost gefunden. Im Kanal. Im Kanal. Lars Malte wird sie bergen. Voll durch unsere eigene Welle. Da liegt sie. Boah. Wo ist sie denn? Da. Ich habe sie gar nicht gesehen. Da ist sie. Eine wunderschöne Weinflasche mit Korken und Brief- und Gummiband. Weil ich sie nicht gesehen habe. Warte, wir können sie nochmal reinschmeißen. Nein, wir machen nur original. Ich habe sie dann ja in deiner Hand. Da kann sie jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und dann versuchen wir nachher den glitschigen Korken rauszukriegen. Die liegt offensichtlich schon länger im Wasser. Bringen uns hin zu der Flasche. Vielleicht ist da doch was drin. Eine wunderschöne, leere Flasche. Manu! Nö. Sie hat bestimmt noch eine Aufgabe zu erfüllen. Und wir sind es nicht. Wir müssen tanken. Darfst du gern noch mal sagen? Oh, dort ist Brücke. Ja. Hoppla. So, da vorne ist die Straße dicht, da kommen wir nicht durch. Das ist schon komisch, weil uns das keiner erzählt hat. Links und rechts kommen auch wir mit unserem kleinen Boot nicht durch. Was ein Scheiß. So, das Orga-Talent hat organisiert, dass morgen für uns die Brücke hochgefahren wird. Dann können wir durch diese Baustellenbrücke und dann durch die Schleuse in die Nordsee, um da bei Hochwasser durchs Wattenmeer zu fahren. Cooler Kerl, echt. Der rockt was weg, das ist klasse. Ein geborgener Kinderwagen. Rums. Ui, was haben wir für ein Glück. Der Schleusenwärter dieser Schleuse hat sich unser erbarmt. Wir dürfen heute Nacht hier auf dem Gelände übernachten. Von außen kommt keiner rein. Wir haben versprochen, dass wir morgen weg sind, bevor er den Dienst antritt. Und das ist doch ein Traum. Hier darf Lars Malte sein Zelt aufbauen, wenn er möchte. Aber ich gehe fast jede Wette, dass er wieder in seinem Boot übernachten wird wie letzte Nacht. Und ich darf hier hängen, quasi mit Kanalblick. Ist das Traum? Boah, wir sind solche Glückskinder heute. Einfach super. So, wir fahren jetzt noch nach Wilhelmshaven rein, weil wir noch was essen wollen. Okay, so wird geparkt, wenn man abends essen gehen will. Gut, dass ich einen Seemann dabei habe, der einen Plan hat, was er tut. Guten Morgen vom Schleusen- und Schleusenwärtergelände. Die Nacht ist vorbei, 5:30 oder sowas war ich wach. Hier war doch relativ viel Verkehr an der Straße nebenher. Von daher war meine Nacht ein bisschen kürzer. So wie es aussieht da hinten, Lars Malte schläft noch. Jetzt packe ich in aller Ruhe mein Zeug ein, damit wir heute pünktlich loskommen. Denn heute wird ja für uns diese provisorische Brücke hochgezogen oder geöffnet, dass wir durchkommen können, diese Pontonbrücke. Damit wir relativ früh heute Morgen und pünktlich zum Hochwasser über das Wattenmeer fahren können und wir den Weg durch die Priele finden, damit wir rechtzeitig wieder am nächsten Kanal sind.
Pipi, es klappt. Sie machen die Brücke für uns auf. Wir sind wirklich Glückskinder. Vorlesen, vorlesen, vorlesen. Oh. Hanne Burwall, ich wünsche mich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir zurückschreiben würdest. Schmetterling. Edelzeuer Straße 6a in Künzell. Weiß nicht, wo das ist. Klingt gut, machen wir. So, jetzt schließe ich da hinten gleich das Tor. Und dann fahren wir raus Richtung Nordsee. Und natürlich, bevor die Kamera an war, ist hier ein Seehund in dem Schleusenbecken abgetaucht. Los geht's, ab auf die Nordsee. Yeehaw! Ich muss schon sagen, mein Kapitän ist echt eine coole Sau. Guckt ihn euch an. Ja, ich weiß, für Seeleute ist das völlig normal. Ich mache das hier zum ersten Mal und es ist großartig. Ich darf auch mal steuern. Hallo Laura. So habe ich mir das vorgestellt. Ja, danke fürs Sehen. Ja. Thank you.
Pausenstopp für heute. Wir sind an der Schleuse Lintich angekommen. Eine Selbstbedienungsschleuse, wo man auf Knöpfe drückt und die den Rest automatisch macht. Hier werden wir bleiben und werden morgen weiterfahren. Und Lars Malte macht gerade Pause in der Hängematte und ist mir, das freut mich sehr, dabei eingeschlafen. Der hat gestern und heute echt ordentlich gearbeitet und ich freue mich, dass er jetzt ein bisschen Pause macht und zur Ruhe kommt. Gute Nacht. Guten Morgen aus der Hängematte. Es ist 6:45. Endlich ist diese Nacht vorbei. Die war ein bisschen anstrengend, finde ich. Irgendwann war es viel zu warm am Anfang. Ich habe geschwitzt wie ein Tier. Dann hatte ich offensichtlich zwei Mücken mit. Natürlich unter meinem Mückennetz, irgendwo beim Mittleren. Naja, es hat gegen 2 angefangen zu regnen. Wir haben jetzt hier so einen ganz leichten, wunderschönen Sommerregen. Der Himmel ist hell. Es tropft mir aufs Tarp. Das liegt hier alles voller Laub von den Äpfelbäumen. Das Malte hat offensichtlich über Nacht sein Boot dann komplett eingepackt. Er hat ja nur so ein Halbverdeck sich gebaut. Jetzt liegt er jedenfalls da, oder ich sehe sein Boot. Sein Boot liegt da und er hat sich komplett eingepackt. Der wird also jetzt unter der Plane liegen und nur hören, dass es tropft. Ich werde jetzt mal ganz langsam versuchen einzupacken. Ja, hier sind noch ordentliche Mücken unter meinem Tarp unterwegs. Die summen so um mich rum. Naja. Und wir werden wohl heute versuchen, die letzten Etappen zu schaffen. Das heißt, wir werden heute in Bad Bederkesa tanken. Dann fahren wir hoch bis Otterndorf, werden da in die Elbe einsteigen, vielleicht in Brunsbüttel oder so nochmal weiter tanken. Plan ist, dass es in Colmar eine Currywurst gibt. Hoffentlich klappt das, da freut sich Lars Malte schon seit vor der Tour drauf. Ich hoffe, dass die heute offen haben, wir da was auch kriegen. Und dann werden wir durchballern mit Vollgas die Elbe runter bis nach Wedel zu dem anvisierten Zielhafen. Erstmal aufstehen. Zum Glück habe ich ja einen Tarp und kann mich da drunter bewegen. Der arme Nassmalte muss das unter der Plane irgendwie hinkriegen. Mal gucken, was er dazu später vielleicht erzählt. Ja, ich bin nass. Na, mein Lieber, wie war deine Nacht? Ich habe sie überlebt. Nein, es war eigentlich ganz gut. Ich habe wirklich gut geschlafen. Bis zu dem Punkt, irgendwann so gegen halb sechs oder so. Da fing es dann richtig doll an zu regnen. Das war mich einmal wach geworden. Aber sonst ging es gut. Bis ich dann heute Morgen versucht habe, die Plane einmal wegzudrücken und das Wasser sich dann teilweise dann rein und wieder raus bewegt hat. Und das war dann nass. Na gut, und jetzt pützt du. Genau, jetzt hatte ich so viel Wasser im Motorboot drin. Oh. Hinten. Schlafsack ist noch trocken. Nein. Auch also von nicht innen mehr. Ja, von außen nein. Okay. Zum Glück konntest du auf deiner Isomatte schwimmen und bist nicht untergegangen. Mir ging super, ich habe geschlafen wie ein Stein. Ja, liebe Leute, wie schön, dass es jetzt, wo wir aufstehen, wieder trocken ist.
Wir warten auf einen kurzen Regenschauer, zumindest nach Vorhersage. Den werden wir abwettern. Ansonsten haben wir Chancen, dass wir zumindest vormittags ein bisschen trocken loskommen. Also packen wir erstmal ein. Hey, wie gut, dass wir das Tarp dabei haben. So konnte Lars Malte den Regen jetzt abwittern. Wir werden jetzt ein paar Kekse frühstücken und dann geht's nach Besakesa, wo wir hoffentlich einen richtigen Kaffee und eine heiße Schokolade kriegen. On the boat again. Wir sind wieder on the boat again. Mit Morgennebel. Ist das romantisch? In 10 Minuten gibt es einen Kaffee. Das ist auch nicht zu verachten. Ein Eisvogel times vor uns her. Und ich war nicht gleichberechtigt damit. Wir laufen jetzt mal tanken, weil da hinten irgendwo ist eine Tankstelle und das sind unsere Tanks. Und währenddessen laufen wir gerade an der Burg von Bad Bedakesa vorbei. Und hier ist nichts los um diese Uhrzeit, gar nichts los. Der Hammer, das liegt hier einfach alles rum und sieht hübsch aus. Hier ist es geil. Hier passiert. Warum? Da fehlen noch die Aasgeier in den Bäumen, ne? Der Nebel. Der Nebel. Der Nebel. Überlege mal, das jetzt mit Nebel. Ja. Wow. Natur, 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 Natur. Ich sehe was du nicht siehst, das ist ein Baum. Perfekte Kameraführung. So, wir verlassen jetzt Niedersachsen und die Kanäle. Wir haben uns umgeplündert auf Regenfest, weil es gleich nass werden könnte von oben. Und wir fahren gleich durch die Schleuse auf die Elbe. Auch Lars Malte hat sich schick gemacht. Ja, macht gerade sein Megafunkgerät klar, damit wir jetzt in stürmisches Wasser fahren können, falls es denn stürmisches Wasser gibt. Da hebt sich das Schleusentor für uns vom letzten Kanal in, wo sind wir gerade, wie heißt das hier? Otterndorf. In Otterndorf auf die Elbe. So, jetzt geht's raus auf die Elbe, rüber nach Brunsbüttel zum Sprit- und Kaffeetanken. So, Lars Malte gibt Gas, gleich kommt der Regen, Kamera kommt in die Tasche. Einmal im Regen über die Elbe geballert, sehr, sehr schön. Jetzt sind wir in Brunsbüttel, kurzer Pinkelstopp im Segelverein und gehen jetzt in die Stadt, um nochmal zu tanken für die Reststrecke nachher nach Wedel. Das hat richtig Laune gemacht. In the stretcher box, Ariane is on the way back from dumping position to the stretching ground. In vicinity of board number 190. Wir grüßen Glückstadt! Das sieht gut aus, da ist offen. Kolmar, Currywurst, willkommen. War das eine schöne Fahrt. Wir hatten gerade so wenig Wasser beim Anlegen, dass Lars Malte Sand aufgewühlt hat.
Jetzt parkt er ein bisschen weiter draußen in der Hoffnung, dass wir nachher noch gut wegkommen. Sonst müssen wir wohl die nächste Flut abwarten. Darauf habe ich jetzt Lust. So, hoffentlich haben wir noch genug Wasser, um rauszukommen. Kapitän, reicht das? Wird eng, aber müsste passen. Na, dann jetzt aber schnell. So, Flaschenpost in die Elbe. Wer weiß, wo die noch hinkommt. Rein. This is 1211, good evening, Captain.